Ah, wer jetzt dachte, dass ich nur den Inhalt von irgendwas schnell zusammenfasse, damit er nötigenfalls damit angeben kann, hat sich geirrt. Das ist Clickbait, meine Damen und Herren, ihr müsst immer noch selber lesen. Ich werde in diesem Video zum einen Literatur empfehlen, die zu kurz ist, um mir eine eigene Buchempfehlung zu widmen und die auf der anderen Seite die perfekte Länge hat, um sie an einem Tag zu lesen oder auf einer Zugfahrt oder was auch immer für eine relativ kurzen Zeitspanne. Nummer 1, Die Verwandlung von Franz Kafka. Zugegeben, kein sehr unbekanntes Werk, aber es hat hier genau die richtige Länge und wer es noch nicht gelesen hat, sollte es auf jeden Fall nachholen. Kurz zusammengefasst geht es um einen Mann, der sich in einen Käfer verwandelt und da er seine Familie nicht mehr versorgen kann und zu einer Belastung und vor allen Dingen zur Ursache von Ekel wird. In diesem Werk steckt wahrscheinlich von allen Kafka-Werken am meisten Kafka und es bietet gleichzeitig auch einen guten Einstieg in Kafkas Welt. Also, wer einen fröhlichen Ausflugstag mit einer Geschichte über Schuld, Scham und verkorkste Familienbande verbringen will, der ist hier gut bedient. Etwas klassische Science-Fiction, Der Unsichtbare von Herbert George Wells. Wie man sich vielleicht denken kann, ist der Protagonist unsichtbar. Genauer gesagt geht es um einen nicht sehr menschenfreundlichen Wissenschaftler, der einen Weg findet, unsichtbar zu werden, ohne sich wirklich vorher über die Bedeutung klar zu werden. Präsentiert wird das Ganze von einem der Erfinder der Science Fiction, der es versteht, so eine Geschichte zu erzählen, aber trotzdem vieles auch kunstvoll im Dunkeln zu lassen. Auch wenn es eigentlich nur gute Unterhaltung ist, für die eine der ältesten Fantasien der Menschheit ausgelebt wird, so bietet die Geschichte auch einiges auf der Metaebene. Zum Beispiel geht es um Wissen, das vielleicht besser verborgen geblieben wäre oder um Macht und wozu sie einen Menschen bringen kann. Eine etwas ältere Erzählung, Das unbekannte Meisterwerk von Honoré de Balzac. Der Balzac erzählt von einem jungen Maler, der von einem alten Meister dazu aufgefordert wird, an der Vollendung eines Meisterwerks mitzuwirken. Zur Vollendung des Meisterwerks benötigt der ältere Maler ein Modell, nämlich Gillette, eine Frau, die der junge Maler aus verschiedenen Gründen nicht hergeben will. Ohne sie will der Alte ihm das Meisterwerk allerdings niemals zeigen. Es lohnt sich schon, die relativ kurze Erzählung zu lesen, um herauszufinden, was es mit diesem Gemälde auf sich hat. Aber nebenbei handelt es sich ja noch um eine ziemlich brillante Abhandlung über Kunst und um das Streben nach Perfektion. Etwas Dramatik, Die heilige Johanna der Schlachthöfe von Bertolt Brecht. Im Chicago des frühen 20. Jahrhunderts machen Fleischfabrikanten Gewinn damit, ihre Fleischfabriken geschlossen zu halten. Revolution oder zumindest Gewalt liegt in der Luft und die Arbeiter müssen um ihr Überleben kämpfen. Irgendwo dazwischen steht Johanna, Mitglied der christlichen Schwarzen Strohhüter, einer Organisation so ähnlich wie die Heilsarmee. Sie steht ziemlich hilflos zwischen gierigen Fabrikanten, gewaltbereiten Arbeitern und einer Organisation, die den Arbeitern letztendlich nicht wirklich helfen kann und sucht nach einer Lösung. Es ist ein Drama in klassischer Brecht-Manier, mit vielen Chören, die Lieder singen, die sich nicht reimen und mit einem Problem, bei dem letztendlich eigentlich niemand recht hat. Und fünftens, Unterm Rad von Hermann Hesse. Hesse erzählt von einem begabten Jungen zur Zeit des Kaiserreichs und seinem Werdegang zum und im Priesterseminar. Hans Giebenrath ist Sohn eines klischeehaften Biedermanns in einer unbedeutenden Stadt im Schwarzwald. Seine Intelligenz ist dort schon früh erkannt worden und so wird er auf den akademischen Höhepunkt, den ein Junge aus dem Schwarzwald damals erreichen konnte, vorbereitet, das Priesterseminar. Das bedeutet für ihn dauerhaftes Lernen ohne Rücksicht auf irgendwelche persönlichen Bedürfnisse. Und auch als er die Prüfung besteht und er im Priesterseminar aufgenommen wird, wird immer noch mehr Leistung aus ihm herausgepresst. Ich sage vielleicht nicht so viel, wenn ich sage, dass sein Ende nicht allzu schön ist. Insgesamt vielleicht die beste Geschichte darüber, was ignorante Biederkeit auslösen kann und natürlich über Leistungsdruck und was er zerstört. Zuletzt noch etwas in Richtung Philosophie, die Kunst recht zu behalten von Arthur Schopenhauer. Natürlich heißt dieser Kanal der Literatursnob und deswegen handelt es sich dabei auch eher weniger um die komplexe Philosophie, die man vielleicht mit Schopenhauer verbindet, sondern man könnte sagen, es ist mehr Fachliteratur. Fachliteratur darüber, wie man jede Disputation, wie Schopenhauer immer so niedlich sagt, gewinnt. Er gibt tatsächlich sehr praktische Methoden, wie man gegen Gegner und ihre Argumente angehen kann. Das Ganze relativ kompakt und garniert mit jeder Menge schopenhauerischer Misanthropie. Ja, dann bleibt mir nur noch gute Unterhaltung zu wünschen. Hier drüben gibt es noch zwei Videos. Darunter könnt ihr mich irgendwo abonnieren und um es einfach nochmal zu meiner Catchphrase zu machen, Bücher sind billiger als Crack, Kinder. Gute Nacht.